Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Dienstag. Und heute, liebe Freunde, habe ich insgesamt 11 Fakten über die Eulerei zusammengekratzt. Und zusammengekratzt ist in Anbetracht dieses Themas ein ziemlich ekelhafter Begriff. Naja, sei's drum. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, sollte dir das Video am Ende gefallen haben. Aber jetzt, ohne lange weiter zu quatschen, los geht's. Fakt Nummer 1. Bei der Eulerei handelt es sich um eine steinerne, kreisrunde Räumlichkeit unterhalb des Westturmdaches von Hogwarts. Die Fensteröffnungen weisen keine Glasscheiben auf, weshalb es in der Eulerei meist kalt und windig ist. Fakt Nummer 2. Die offenen Fensteröffnungen erfüllen hierbei gleich mehrere Zwecke. Zum einen erlaubt es den Eulen, den Turm zu betreten oder aus diesem herauszufliegen, wann immer sie dies möchten. Beispielsweise zur Nahrungsbeschaffung oder um einen Brief abzuschicken. Des Weiteren sind Eulen Wildtiere und verströmen einen höchst unangenehmen Geruch, welcher andernfalls den Schülern innerhalb der Eulerei um die Nase schlagen würde. Fakt Nummer 3. Die Eulerei dient einerseits als Zufluchtsort der Schuleulen, welche von den Schülern frei genutzt werden können, und daneben auch noch für die Eulen der Schüler selbst. Fakt Nummer 4. Natürlich gibt es innerhalb der Eulerei auch einige Sitzstangen, auf denen die Eulen sitzen und schlafen können. Jedoch sind die Eulen nicht bestimmten Sitzplätzen zugeschrieben, weshalb es manchmal sehr zeitaufwendig sein kann, seine Eule unter den anderen zu finden. Fakt Nummer 5. Von der Eulerei aus hat man einen ziemlich guten Überblick über das Schlossgelände von Hogwarts. Im Süden kann man auf den Schwarzen See blicken, im Nordosten liegt der verbotene Wald und davor natürlich auch Hagrids Hütte. Auch das Quidditch-Feld ist von der Eulerei aus zu sehen. Fakt Nummer 6. Theoretisch darf die Eulerei von jedem Schüler in Hogwarts betreten werden, zeitlich gibt es jedoch ein bisschen was zu beachten. So darf man zum Beispiel nicht während der Schulstunden oder nach 21 Uhr hinein. Weiter geht es mit Fakt Nummer 7. Der Boden der Eulerei ist mit Stroh gesäumt und weist dazwischen vor allem Eulenkot und Skelette von Mäusen oder anderen Beutetieren auf. Fakt Nummer 8. Eine Gefahr für Schüler und Lehrer entsteht vor allem in den Wintermonaten, wenn der Boden der Eulerei durch die offenen Fenster stark vereist ist. Nicht selten passieren hier kleinere und auch größere Unfälle, weshalb man ganz besonders vorsichtig sein sollte. Fakt Nummer 9. Während Dolores Umbridges Führung der Hogwarts-Schule im 5. Teil erließ sie das Bildungsdekret Nummer 75, welches besagt, dass sich Posteulen fortan nur noch in der Eulerei aufhalten dürfen. Fakt Nummer 10. In den Büchern befindet sich die Eulerei eigentlich innerhalb vom Hogwarts-Schloss, während sie in der Verfilmung als separater Turm gestaltet und eingebracht wurde. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 11. Obwohl die Eulerei namentlich im 1. und 3. Teil von Harry Potter genannt wurde, konnte man sie erst im 4. Teil zum allerersten Mal sehen. Ja, das war mein Faktenvideo über die Eulerei. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Logo da und checkt auch gerne die anderen beiden Videos hier an der Seite ab. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!